someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. Very much so by Jeff's sudden departure than by his misdeeds. In fact, they aren't really troubled by his misdeeds whatsoever. Tapper painted the whole situation as Chris Cuomo the bad guy versus Jeff Zucker the good guy. Caitlin Collins, Echo Tapper, was distraught that the organization would be rudderless without Joe. That's the Tiger Phoenix morning routine that Nina can see my porn. If we had not had on the road to LA, the Trump administration, we probably and, that's it for the day. Oh, stream though. Stream for the road. Alright. Gerade mit dem Checkout fertig geworden. Stream geht gleich an. Wir holen Kasima und dann geht diese Show on the road. Wir sind endlich auf dem Weg nach LA und wird ein riesen Trip. Let's go. Ravensburg am Bodensee, Heidenheim. Absurdistan. Word. Einer muss Kasim-Check machen. Soll ich hier sitzen? Ja, bitte. Wir holen jetzt Kasim ab. Wir wollten eigentlich 7.45 Uhr hier sein, sind jetzt schon ein bisschen zu spät, aber Kasim hat doch gerade schon geschrieben. Er braucht noch. Mal sehen, ob er noch mitten im Packen ist. Good morning. Komm rein, wir kurz, der. Okay, wir holen ihn rein. Okay, ich bin gleich fertig. Hallo. Das ist mein Zuhause. Lass dich hier von dem Sonnenschein nicht ablenken. Hier ist schon recht kalt morgens. Also es ist halt schon so ein bisschen wie in der Wüste. Hier sind wenig Bäume. Und so ein, zwei Palmen und sowas. Und wer fährt alles mit? Es fahren mit Kasim, Philipp, Pablo und ich. Das ist die Crew für den Roadtrip. Und sobald Kasim sein Zeug ins Auto geladen hat, yo, Kasim! Ich glaube, ich habe was in deinem Garten gerade abgebrochen, Bro. Stefanie! Ich brauche 1000 Euro von dir jetzt. I broke something. Oh, it's okay. You sure? I don't know. I tripped over it. I didn't see it. I honestly, I mean, I think it's just the irrigation. Okay. But we have rocks, so we don't need that. Okay. You're fine. Well, I hope the rocks will still get enough water. Yeah, I think they will. Okay, all right. I'm sorry. Or I'll be calling you. No, yes. Direkt mal kurz was kaputt gemacht in Kasim seines Haus. Ich glaube, das war es. Das ist wahrscheinlich das WLAN. Das ist wahrscheinlich jetzt ganz kaputt. Oh mein Gott. Die Aldi-Tasche. Am Start. Die Tasche hier ist nur Schuhe. Das Essen. Wie haben wir den Kofferraum gepackt? Schau mal bitte. Ja, wir können vielleicht nochmal, sollen wir nochmal restructuren? Ne? Gehen wir los? Let's go. Das schmeckt richtig lecker, das ist fruchtig. Deiner war Schoko. Oh, Hashtag a week without my wife. Oh ja. Yeah. DBT, Digga, Double Bicep. DBT! Feel me? Ich war bis 2 Uhr nachts wach. Ich habe einfach das Intro geeditet. Yeah. Und um 4 bin ich mir aufgestanden. Golly. Ja, ich habe den Leuten gesagt, Bro, Kasim war bestimmt ewig wach. Das kommt in Deutschland ja schon raus in was, 1-2 Stunden oder so, gell? Alle sagen, Kasim, hast nicht, dass du über Pünktlichkeit geredet. Digga, Food Prep Squad. Zwei-Zimmer-Wohnung für das. Ich höre das. Boah, ey, dieses Auto. Hallo, das ist der neue Audi SUV, aber Elektro, das ist der nice. Hier wohnt Steve Jordan, also wow. Cams Papa, der wohnt hier. Hier wohnt Steffis Oma. Next door. Next door von unserem Haus wohnt Stefanis anderer Bruder. Also die ja. Der will einfach, kennst du bei GTA San Andreas Grove Street? Grove Street, Digga, yes. Wir sind einfach Grove Street. Und hier baut Björn gerade sein neues Haus.
Guck mal, das kannst du gern zeigen. Guck mal hier. Das ist gerade Björn, das baut er gerade. Wow, das wird Football Bromance Zentrale West. Ja, Mann, er baut. Damn, mit so einem kleinen Nebenhaus auch noch. Ja, Mann, das cool, ist für Sami, Digga. Das ist für Sami. Aber so, Sami braucht auch was, Mann. Sami braucht auch was. Aber hier sind auch Restaurants, ab und zu immer Steffi kriegt, kann sie dann hier in die Kinder uns ein bisschen zeigen. Restaurants habt ihr hier in Phoenix allgemein richtig viele. Ja. Ich war gestern ja mit Jelle Froholt noch abends essen, unserer Frau. Und das war nochmal in einer anderen Ecke von Phoenix und da waren auch nochmal ewig viele Restaurants, Bro. Ja, das ist einfach nur überall das Restaurant City. Hier gibt es auch so geiles brasilianisches Steakhouse, All You Can Eat Steak. Ah. Ja, stinkt hier derbe nach Pisse. Riechst du das? Was riecht das hier so streng, Digga? Riechst du das? Ja. Wie Bourbon Street. Auto angelassen, good job. Bro, es ist nicht 30 Grad, aber nach Köln, okay? Es ist irgendwie 12 Grad hier. We can do everything. You can do everything? Yeah. Oh my god. So like my favorite is our protein bowls. Do you like shrimp? I do. Do you like spice? Sure. So like on a scale of 1 to 10, it's about a 4. Like the more you eat it, the spicier it gets. Exactly. Und das ist so einer so von den Träumen, die ich auf meinem nächsten 5-Jahres-Plan habe. Yeah. Ich würde lieben gern einen Action-Comedy-Film drehen. Yeah, yeah. So einer auf Rush Hour-Basis. Yes. So, Kasim in Bali. Weißt du, so Fight-Scenes in Deutschland, Rush Hour, weißt du, sowas auf denen, da hab ich einen Sidekick mit der Power von den Romantikern. Wie kriegen wir Rock auch ins Boot? Wir sagen, Mark ist Channing Tatum. Mark ist, Digga. Digga, Mark ist Ding. Mark ist Magic Mike. Yes. Einfach gleichzeitig gesagt, Digga. Magic. Ich schick dir mal eine Einladung. Es wird schon kommen. Es wird schon kommen, Mann. Hauptsache echt in 2 Stunden 500 Meter. Egal wie du herkommst, wie du aussiehst oder was du glaubst, get together, Digga. Alles ist besser, wenn man es zusammen macht. Das ist das Wort zum Sonntag von Pastor Kasim. Good work. Das Wort zum Mittwoch. Ich frage, könnt ihr Spanisch? Kannst du Spanisch? Más o menos. Pero mi padre vive en Estados Unidos, but mein hermano es mexicano. Me llamo Jacob. ¿Qué tal? Linguistik, ich gucke jeden Abend Videos von verschiedenen Sprachen. Wann schläfst du, Bro? Du sagst mir, du studierst andere Sprachen, du machst deine Primetime-Videos, du trainierst, du machst dies und das. Wann schläfst du? Weil du bist mit deinen Kindern die ganze Zeit und Steffi, wann gehst du schlafen? Das ist das Problem, Digga. Sacrifices, Digga. Priorities. Ich schwöre, weil Steffi geht schlafen, ich bringe die Kinder immer ins Bett. Dann, ich schwöre, ich leg Steffi ins Bett, Digga, Bettdecke, küsse sie auf die Stirn. Dann gehe ich in mein Game Room und dann gucke ich meine Videos an, schneide ich was, lerne wieder was über, wie man richtig schneidet oder, weißt du, solche Sachen. Boogie's doing. Ich habe zu Steffi gesagt, Schatz, heute, ich nehme mich auf ein Date. Ich mach dein bestes Outfit. Wir gehen zum Backwerk. Wir gehen zum Backwerk. Mit Getränke von Netto dazu. Käse, Leberkäse. Was ist los mit dir, Mann? Ich hab das Gefühl, du bist so wie Luke Skywalker, als er im Schnee war. Er macht einfach das Animal auf und isst das Herz, Digga, Fleischkäse. Mann, der Mann kennt kein Fleischkäse, was ist los? Du hast gemeint, recycelt bei euch hier. Ach so, ja, Digga, meine Mutter kommt zu Kassel, das ist Pappe. Ich so, ja, das ist recycelt, nein, das ist Plastik. Das ist auch recycelt. Mhm. Nein, Kassel, das musst du trennen, das ist anders. Ja. Also, ich schwöre, in Deutschland ist nochmal. Oder das du hast oder auch Flaschen, weißt du? Braune Flaschen, weiße Flaschen. Ja. Grüne Flaschen. Ich hätte dich nicht als Slipknot Metallica Guy. Bro, ich hab Gitarre gespielt als Kind, Bro. Ich wollte mal in einer Band sein und so weiter. Jimi Hendrix? Ja, ja. Oh, nice. Ja.
wenn es mehr so ein entspannter Tag ist, wie zum Beispiel heute mit dem Roadtrip, war so ein bisschen R&B, Soul, Gospel, obwohl ich gar nicht zur Kirche gehe, so weißt du, mein... Gospel? Bro, die richtigen Gospel-Songs, die geben dir einfach so einen positiven Vibe. Ich hab das von meinen Teammates... Du magst bestimmt Tobi Nigwe. Ja, der hat ein paar gute Songs. Also ein bisschen auf Chor-Basis sowas. Ja, aber mehr so, für mich mehr so den alten Shit, so weißt du, so aus den 90er Jahren, so, wo die so richtig gesungen haben. Und weißt du, wo du so... Du fühlst es einfach in deinem Spirit. Warum bist du so kalt in diesem Auto? Bro, ich bin kalt, Mensch, Bro. Mach mal bitte warm. Sauna. Wie brauchst du? 47, 70? Philipp und ich sind zusammen in der Familie aufgewachsen, wo eigentlich so kein Schweinefleisch gegessen wurde. Und jetzt, ich muss ehrlich zugeben, nachdem ich in den USA bin, so Bacon, wenn irgendwo Bacon ist, nehme ich vielleicht mit. Also Speck, so richtig crispy American richtig crispy Bacon. Bacon. Und ich beiß so rein, ich so, boah, was ist das? Das ist Bacon. So, aber was ist das für ein Fleisch? Das ist Pork. Was? Das ist Pork? Der mein ganzes Leben an mir vorbeigegangen. Schür, alle haben mich angelogen, mein ganzes Leben. Ich dachte, das ist schlimm. Du hast so Flashback zu deinem Opa, wie der so sagt, so, Kassim, ja, Schweinefleisch ist da raus. Ungefähr 3 Stunden unterwegs. Kassim hat Primetime gemacht auf dem Weg. Force Pump ist draußen. Meisterwerk. Ey, warte, wenn ihr das jetzt anguckt und ihr habt noch nicht 2 Bizeps draufgeschrieben, macht Doppel-Bizeps in der Comment-Section sofort. Ein Freund von mir hier, used to play for the Saints. We're on the way to LA for the Super Bowl. We're doing like the German broadcast. Redskins, really? That's awesome. Yeah, I have a friend there too. There's a German player there. We do have a good friend. His name is John Beatty, number 87. Wow. For the Washington. Oh, yeah. I think I've heard of him. He was a rookie. Now, where'd you play football? College, I played in Tennessee. Tennessee? We're from Germany originally, but he played for Boston College. I played in Tennessee. And then he played for like the Saints, and I'm with the Pats right now. Was geht ab? Was geht ab? Wir brauchen noch 2 Stunden bis Los Angeles. Aber mal gucken, weil es Los Angeles hat so viel Traffic. Ich glaube, ich habe überall auf der Welt nicht ein Auto gefahren. In Amerika überall. In Amerika bin ich Auto gefahren. Und nichts ist so schlimm wie Los Angeles, Mann. New York ist schlimm, aber Los Angeles ist anders. Heftig. Bei uns gehen so richtig so Warzone-Discussions im Lockerroom rum. Wir haben so gleich so Highlights. Ich bin super Smash Brothers, dude. Okay. Ja, ich habe gesehen, dass Switch das heißt, Nintendo-Heavy. Alles, man, alles. Hast du meine PS1 auch gesehen? Ja. Ich habe ein PS1, 2, 3 und 4. Endlich, Mann. 6 Stunden Fahrt. Here we are. Let's go, Digga. Gott sei Dank habe ich mein Seepferdchen und Silber gemacht. Das heißt, gleich direkt in den Pazifischen Ozean. Ein bisschen Wettrennen und so. Mach Backflip vom Pier. Ja, ich mach Frontflip, Backflip, Sideflip, alle Flips. Erdnussflips auch. Erdnussflips. Ja. Yeah. Schokoflips. Oh, warte, ist das der Pier von Us? Von. Weißt du den Film? Us? Hast du geguckt? Us? Oh ja, ja, das ist der Strand. Hier? Ja, das ist der Strand. Ist hier nicht irgendwo Achterbahn und so? Ja, direkt da vorne. Boah, Digga, das Intro-Film.
ist das? Schaute. Jakob, crash dich nicht jetzt noch. Bitte. Jungs, ich whip schon die ganze Zeit nonstop. Ich bin fast gestorben, Digga. Ich whip nonstop. Ihr konnt nur nicht glauben, wie hart ich whip, Bro. Digga, ich will einfach nur meine Muskeln relaxen. Tschö! Oh, Digga, guck mal. Ey, komm in die Dusche. Du kannst mir einfach beim Duschen zugucken. Yes! Snacks. Ja, das ist immer für dich und deine Freundin? Ja. Warum habt ihr nicht einfach ein Kingbett, Digga? Haben wir ab morgen. Wir müssen morgen ein anderes Zimmer bauen. So, boah, dann perfekt, Digga. Ja, perfekt. Yeah. If you need anything, my name is James. Have a great time. Yes, sir. We'll see. Let me call Philip, let him know. Ich muss Philip schnell sagen, dass er unserem Roomservice mal noch Geld geben soll. Hier der NFL-Profi will nicht tippen, aber sein Cousin. Chill, ey, Philip. Gib dem Typ mal den Zwanni, wenn er zu dir kommt, okay? Ich hatte doch kein Cash. Ich geb es dir dann, alles gut. Ich hatte nur 3 Dollar, ich wollte ihm nicht so schäbige 3 Dollar geben. Wie sieht der Room aus? Stabil, Bro, stabil. Habt ihr Balkon? Ja, Mann. Komm mal raus. Ja, Mann, Bro, perfekt. Anna, komm mal, sollen wir zu dir runterkommen oder kommst du hoch? 4, 5, 1. Oder sie hat gesagt, wir können Private Room klar machen, aber dann ist 500 Minimum, Digga. Yeah. Ich kann dir auch nochmal zeigen, dass Barbie, aber das sieht nice aus. Die haben einen Instagram-Account, glaube ich, auch. Also. Ja, Mann. Haben die auch schon ab 11 offen, aber? Ja, Barbecue können wir auch gerne mal vorbeigehen. Aber ich dachte, Mr. Brown lesen. Brothers, vielleicht sieht yeah. besser aus, so auch, yeah. auch für die. Ja, also. Ja. Yeah, yeah. Ich versuche es mich zu ändern, doch alles wird besser, wenn ich endlich Bands hab. Aber nichts hat sich verändert, in Berlin mit meinen Day Ones, wir sind next up. Yeah. Frag mich, wieso meine Ex kalt und ob ich zurück soll. Hi, 6 Stunden Fahrt, wir haben gerade gegessen, ein bisschen im Hotel gechillt. Was machen wir jetzt? Was ist hier? Das ist ehrlich, Mann. Ich bin ein bisschen müde, die Farbe. Der Psych, Digga! Action Jackson, let's go! Wir sind in Los Angeles, hat den Mann! Ja, und der Mond ist aber krass. Vollmond. Ja, der Mond ist richtig. Der Mond ist richtig krass, Mann. Der Mond ist krass, gell. Der Mond ist Santa Monica Pier, historic, kennt jeder. Coole Scheiße, wir haben ein bisschen eine Band noch da dazu, Hammer. Ja, Mann. Nach jedem Tag ein Double Biceps Bild, oder wie? Also, da jetzt ist einfach nur, das ist Double Biceps Story. Morgen im Gym ist Double Biceps Pick. Der muss schon ein bisschen aufgepumpt sein auf sexy. Ja, wir sehen schon cool aus, Digga. Ich habe kostenlose Bücher abgecheckt, Bro. Als nächstes bin ich dann auch hier im Sing. Was du, ey? Ich habe ein paar kostenlose Bücher bekommen, Bro. Ich habe neue Freunde gemacht, okay? Ich bin safe in dem seiner Top 10 hier. Heute noch eine Riesenrad fahren. Ja, Mann. Ja, Riesenrad. Riesenrad. Tschüss. Komm, wir fahren damit. Achterbahn? Ja, ich schon dabei. Wahrscheinlich darf man keine Kamera halten. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den so. Ich spüre die Vibration hier auf dem Holz, Bro. Ja, Mann. Das ist nicht wie Hamburger Dom, das ist nicht wie Heidepark. Top of that, wenn wir da drauf zusammensitzen, Bro, das ist nochmal. Okay, let's go! Okay, let's go. Next round, next round. Okay, let's go. Mach mal noch so holländisch nach, so. Okay, let's go. Jackson, let's go. Wir bringen die Party zum Riesenrad. Björn, auf deinen Nacken heute. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich das worth ist, ob das wert ist, mit nach Hause zu nehmen, Bro. Die wurde mir gerade empfohlen, dass die Lösung zu all meinen Problemen ist, dass ich mich hinsetze und singe.
I don't think that's gonna work, fam. Todmüde in dem. Nein, nein, niemals, nein. Digga, niemals. Oh. Ich hab schon gesagt, ey, morgen früh, 6.15 Uhr stich auf. Genau. Dann gibt's erstmal Haferflocken. Let's go. Und dann geht's ins Gym. Aber jetzt nochmal romantisch. Doppelbizeps im Riesenrad. Geräusche aber, Bro. Yeah. Das ist richtig romantisch. Oh, oh. Ich hab schon ein bisschen Schiss. Ja, Bro, das ist schon ein bisschen rusty hier. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass ich Schiss hätte, Digga. Bro, ich hab's nicht gleich ein. Aber warum? Oh, Mann, da ist los. Ja, einfach, ey, nicht bewegen, Digga. Die sind zu schwer. Ja, Bro, safe. Jungs, wir müssen uns einmal im Kreis drehen. Lass mal die Jungs hier bewegen. Nein, nicht, du darfst nicht aufstehen, Digga. Auch so, okay, im Kreis drehen, komm mal. Oh, Mann. Ja, im Kreis, okay, ohne aufstehen, ohne aufstehen. Lass mal dasselbe, oder? Wir drehen das. Boah, Digga, hier ist echt viel. Sag mal, City Lights. Let's get it. Oh, Jungs, was ist los? Bro. Ich glaube, das Ding ist kaputt gegangen. Wir sind hier einfach. Bro, chill out, Bro. Chill the f*** out. Ja, wir sind einfach. Wie viel wiegen wir zusammen? 250 Kilo, Digga. Oh. Bro, hier ist Maximalgewicht 200 Kilo. Chill out, Bro. Chill the f*** out. Chill the f*** out, Bro. Ja, was finden wir so, Digga? So, ja, wir finden echt fatal, Bro. Keep okay, that fertig? Shit moving. Alright, super Fahrt, danke schön. Hammer. Alright, we can get off now. Alright. Es sah nicht so aus, ich dachte. Was passiert, passiert, Bro. Ich will einfach nicht atmen, ne? Was passiert, passiert. Ja, ich war Kolossus, jede Achterbahn der Welt, das bis jetzt. Das scariest Spot, Bro. Ich sehe diese Schrauben. Oh, das Bild an seinem Morsch Holz, Digga. Ja, Mann. Pass auf, ne, Digga. Ja, Bro, bitte. TÜV gibt's in den USA halt auch nicht. TÜV gibt's ehrlich nicht. TÜV gibt's hier nicht. Deswegen war ich unter den Boden beleuchtet. Oh, jetzt entspannt. Hier, Mann. Also, ey, herzlich willkommen. Wir sind hier. Wo sind wir? Super Bowl. Romance Tour, Double Biceps at Night. Santa Monica Pier sind wir gerade. Ja, Mann. Santa Monica Pier, wir sind auf dem Pacific Wheel. Ich regrette ein bisschen die Decision, dass wir hier rausgegangen sind, aber es ist schon ganz schön, wenn du oben bist. Ja, Mann. So lange. Hast du mal Hotel Transylvania geguckt? Nein, Bro, ich habe noch keine Kinder. Ja, aber jeden Kinder. Ganz ehrlich, ich habe jeden Kinderfilm schon bevor ich Kinder hatte durchgezogen. Natürlich. Jakob, seine Bücher. Richtig Jakob, seine Bücher liegen hier noch. Have a nice day. Thank you, bye. Bücher vergessen. Ja, ja, mal Books. Das ist ein bisschen Spanisch, was da drin. Langer Tag, wir gehen jetzt schlafen. War es Tag 2 oder 3? Tag 3. Tag 3, ja, Mann, Tag 3. Okay, wir waren gerade am Strand spazieren, wir waren im Reiserad. Und ja, jetzt sind wir echt, ich muss sagen, ich bin ein bisschen fertig. Jetzt schlafen wir erstmal 7-8 Stunden und dann geht's gleich ins Gym. Double Biceps Tour continues. Mal, lass weitergehen. Kennst du wie so Chris Tucker in Rush Hour? Yeah. Wir gehen so, aber wir so.